Leben ist für mich Sport betreiben, einfach jeden Tag genießen. Ich habe die Diagnose bekommen, Ewing-Sarkom. Ich habe vom Professor gesagt bekommen, dass ich eine Krebserkrankung habe. Da habe ich einfach angefangen zu weinen. Daraufhin hat er mich gefragt, ob ich jetzt weiß, wie es weitergeht. Da habe ich ihm geantwortet, ich muss jetzt sterben. Und da hat er zu mir gesagt, ich soll mir ein Ziel setzen. Ich würde das schaffen und ich müsste einfach kämpfen. Und da ist Dr. Pitz ins Spiel gekommen. Dem Mann verdanke ich viel. Also mein zweites Leben. Ich bin gar nicht eingeschränkt von Sportarten, wo ich machen kann. Ich kann normal arbeiten. Ich bin vom Beruf Mechatroniker. Ich bin wirklich froh, noch weiterzuleben. Und ich sehe das wirklich als ein Riesengeschenk. Ich freue mich noch auf das alles, was kommt.